Die Entscheidung der Art Invest für dieses Projekt begründet sich auf der exponierten Lage, genau am Kreuzungspunkt zwischen der Schildergasse und der Hohen Straße. Wir wollten mit dem Projekt 52 High eine Stadtreparatur durchführen, den Abriss des Bestandes durchführen und dann in Ergänzung zu den Nachbargebäuden ein schönes neues Gebäude hinstellen. In Kooperation mit der Stadt Köln haben wir einen Wettbewerb ausgelobt, an dem sich ca. 6 Architekturbüros aus ganz Deutschland beteiligt haben. Und als Sieger ist aus diesem Architekturwettbewerb das Büro Kühnmalm-Wetzi hervorgegangen. Die Wiederentdeckung sozusagen des Warenhauses in der heutigen Architektur, das ist das Thema hier. Wie kann man einen ganz historischen Bautyp zeitgenössisch wiederbeleben? Und wie kann man das schaffen, eine Altstadt, obwohl sie konsumorientiert ist, nicht konsumistisch zu gestalten, sondern dauerhaft? Die Schildergasse sowie auch die Hohe Straße sind ja zwei der beliebtesten und am meisten frequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland überhaupt. Und genau im Schnittpunkt dieser beiden Achsen lag auch schon zu römischer Zeit das eigentliche Handelszentrum der Stadt. Das Projektgrundstück liegt glücklicherweise auch genau am Kreuzungspunkt der Schildergasse und der Hohen Straße, sodass man von beiden Sichtachsen aus das Gebäude erkennen kann. Das Gebäude dreht sich auch im Grundriss leicht aus den Sichtachsen heraus, sodass die Fassaden sich in die Sichtachse hinein drehen und von beiden Seiten aus wahrnehmbar sind. Was an diesem Haus dauerhaft ist, das ist die Fassade. Die Fassade ist gewissermaßen das, was mit der Stadt kommuniziert. Das ist der Schnittpunkt zwischen privat und öffentlich. Es ist das, wo die Verantwortung gegenüber der Stadt und auch gegenüber der Zukunft besteht. Und wir haben sehr stark diese Fassade modelliert. Der Siegerentwurf von Kühnmalm-Wetzi zeichnet sich durch einen monolithischen Aufbau aus. Vorgabe war, dass man von außen nur die Materialien Naturstein, Glas und das Aluminium sieht. Und das ist Kühnmalm-Wetzi sehr gut gelungen. Es gibt viele Herausforderungen bei so einem Gebäude. Eine war zum Beispiel die großen Scheiben, die fast 9 Meter hoch sind, einzubauen. Das konnte auch nur mit einem Hochbaukran gemacht werden, was auch eher unüblich ist. Der Kunde hatte einige Sonderwünsche hier beim Bau. Dazu zählt den Einbau von Fahrtreppen, der so nicht vorgesehen war. Den haben wir dann im Nachgang realisiert, sowie auch die großen Schiebetüreinlagen im Eingang, die auch so nicht geplant waren. Die größte Herausforderung waren die Abbrucharbeiten in einem sehr engen Umfeld, einem sehr großen Passantenaufkommen. Unser Anspruch ist immer, die Planung und den Bau sehr genau zu begleiten. Wir legen sehr viel Wert auf eine große Detailtiefe und möchten auch bei den kleinsten Dingen involviert sein. Das war unser Hauptaugenmerk und das sind die Details. Wenn Sie genau hinschauen, ist alles bündig. Die Fenster sind bündig mit dem Stein. Es sind Aluprofile, die mit dem Kirchheimer Muschelkalk eine Fläche bilden. Es gibt dann wiederum Reliefs im Stein, die zurückspringen. Und dann gibt es eben diese offenen Ecken, die als Eingänge funktionieren und dadurch dem Haus eine gewisse skulpturale Ausnahme geben. Uniqlo hat im Oktober 2018 den ersten Store in Köln eröffnet. Damit Uniqlo auch das Weihnachtsgeschäft erfolgreich nutzen konnte, hat die Art Invest die Mietflächen bereits vorzeitig an den Mieter übergeben. Uniqlo war begeistert davon, das Gebäude mit seinen beeindruckenden Schaufensterfronten als Markenbühne nutzen zu können. Die Schaufensterfronten des 52 High passen ideal zur Präsentation des modernen und innovativen Modelabels.